Einen schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen. Zeit für den Kölner Treff. Aber es ist kein gewöhnlicher Kölner Treff. Es ist eine besondere Ausgabe für einen Menschen, den wir heute feiern. Wolfgang Niedecken, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du da bist. Tosender Applaus aus einer Runde, die eigentlich von dir zusammengesetzt oder zusammen gebeten worden ist. Es ist eine Sendung mit Freunden und Freundinnen natürlich auch, aber als erste ist keine Freundin, das ist deine Lebensfrau, Tina Niedecken. Ich freue mich sehr, dass du heute Abend dabei bist. Herzlich willkommen im Kölner Treff. Dann haben wir das befreundete Schauspieler-Ehepaar Ann-Kathrin Kramer und Harald Krasnitzer. Schön, dass ihr da seid. Und einen musikalischen, immer mal wieder Mitstreiter, Clouseau. Und einen besonders klugen Kopf aus dem deutschen Fernsehen und eben Freund von Wolfgang Niedecken, Gerd Skobel. Schön, dass du da bist. Und wir stehen hier an einer ganz besonderen Stelle. Aufgebaut ist der BAP-Altar. Ich gehe mal eben rüber und dann musst du sagen, Wolfgang, was es damit aussieht. Das steht vor jedem Gig. Steht dieses Ding aufgeklappt, ist ja Dreiteiler. Ja. Steht das für euch, für die Band da? Warum? Dann huldigen wir den drei heiligen drei Königen, also Mikro. Keith Richard, Ron Wood, Bob Dylan. Ja? Also, dann huldigen wir den heiligen drei Königen, die in dem Fall dann Bob Dylan, Ron Wood und Keith Richard sind, die damals bei Philadelphia vor dem Live Aid, also ganz am Schluss des Live Aid Gigs in Philadelphia, einen etwas merkwürdigen Gig abgeliefert haben, hatten nachmittags schon ein bisschen vorgehuldigt und so. Und, Ja. Und, aber dieses Foto, was man mittlerweile nicht mehr sehen kann, bildete den Grundstock für den Altar. Die sind passt da noch was rein oder ist das Ding jetzt voll? Na, das wird immer mal wieder irgendwie ein bisschen was geräumt und man entfernt Sachen, die nicht so unbedingt wichtig sind. Aber es ist wie die Schmuckmadonna in der Schatzkammer vom Kölner Dom. Ja gut, es sind natürlich auch Kitsch dabei, vollkommen klar. Muss auch sein, die Schlümpfe sind dabei, aber auch ernst gemeint. Ich habe zum Beispiel vorhin gesehen, hier ist ein Porträt von Heinrich Böll. Ja, Heinrich Böll ist einer meiner großen Helden. Der gehört in den Altar. Das sind warum? Da lauter... Also ich habe ganz viel Böll gelesen, schon als relativ junger Mensch. Der erste Roman, den ich vollgenommen habe, war Ansichten eines Clowns. Das haben wir in der Schule durchgenommen und von da an habe ich aufgepasst im Deutschunterricht. Da sind sozusagen Vorbilder, da ist eine Barbie-Puppe, sag mal, geht's denn? Na, die wurde uns geschenkt. Es gibt ein Lied, das heißt Miss Samantha's irgendwas und die kam irgendwann auf die Bühne geflogen. Die sah so aus wie diese persiflierte die wollte Person schreien. Im Song. Ja, die sollte anscheinend da rein. Ja. Schlümpfe, alles Mögliche ist hier drin. Ja. Musikalische Vorbilder, die Kings, alte Sachen, ja. Rolling Stones, alles Mögliche. Das macht ihr vor jedem Auftritt, wie gesagt. Und es gibt was zu trinken. Ja, also es gibt für jeden ein winziges Gläschen Grappa, eine homöopathische Dosis. Und das trinken wir, ehe wir auf die Bühne gehen. Und da gibt es einen Trinkspruch und den müssen die dann auch beantworten und dann gehen wir hoch und dann kann eigentlich nichts mehr passieren. Okay, dann bleiben wir hier stehen und posten der Freundesschar zu. Also, wir trinken auf den Wettergott, den Fußballgott und die vier heiligen drei Könige. Ja, geht doch. Zum Wohl. Und weg damit. Boah, das ist hart. Kann man sich auch ein bisschen einteilen. Moment. Ich muss mal gerade Luft holen. Ja. Ah, Grappa ist jetzt nicht wirklich so mein Ding, aber egal. Als das Ganze anfing mit euch, sagen wir mal erstmal mit dir. Das war eigentlich 76, wenn man ganz genau hinguckt und so. Und kein Mensch konnte ahnen, dass aus einem Mundartsänger eine derartige Story werden würde, die Musikgeschichte schon jetzt geschrieben hat. Ja. Und deswegen haben wir erstmal, wir gucken mal zurück und ich sage nur eines. So viel Leben, so viel Ideen, so viel Wolfgang Niedecken, vor allen Dingen so viel Musik. Verdammt lang her, weil ich Spaß hatte, selbst machen. Verdammt lang her, weil ich halt jetzt hier glaube. Fühlt ihr euch so zugehörig zur neuen deutschen Welle? Nee. Wir huldigen den Wettergott. Und den Heiligen drei Königen. Wahnsinn! Ich bin der Müsli-Man. Und wie ist das mit dem Dialekt? Wollt ihr das weiterbehalten? Ja, sicher, also, solange ich nicht auf einmal hochdeutsche Gedanken kriege. Und
So, als Vorgruppe bei den Rolling Stones, ist das eigentlich so der Höhepunkt für Bob? Das ist so nämlich doll. Was kann man als Kulturschaffender politisch erreichen? Weil es war noch nur halb so viel Goss, es war noch Kristall. Damit wir machtvoll und vielköpfig demonstrieren können. Denn mir der Arsch tut, wir sind eines da zu spät. Tschüss zusammen. Ciao. Danke. Angenehme Nachtruhe. Es ist noch lange nicht Schluss. Und ich muss sagen, ich habe noch nicht gratuliert, offiziell, weil der Geburtstag ist in 3 Tagen oder in 4 Tagen. Am 30. März ist das eigentliche Datum. Aber wir feiern trotzdem heute schon mal dich. Ist ja genug passiert, um dich zu feiern, muss man ja auch mal sagen. Ich finde das gut, man kann gar nicht früh genug damit anfangen. Wir müssen jetzt mal erklären, wie die Runde zustande gekommen ist. Dann fange ich einfach mal an mit Clouseau. Wie ist eure Verbindung zustande gekommen? Wie hast du Wolfgang kennengelernt? Als Musiker kannte ich ihn natürlich schon. Ich habe ja auch 3 Jahre in Köln gewohnt. Und meine Eltern kannten natürlich die Musik. Aber kennengelernt haben wir uns im Radio in Köln. Wir waren zusammen in einer Radiosendung und haben uns dann gegenseitig Songs vorgespielt von uns. Und ich habe das Kölsch nicht ganz verstanden. Und er hat das quasi live übersetzt in mein Ohr mit seiner ruhigen Art. Und dann haben wir uns über Dylan und Neil Young unterhalten. Ich hatte gerade auch so eine Dylan-Phase. Und da war es um uns geschehen, würde ich sagen. Haben wir uns weiter über Musik unterhalten, dann immer mal so angeschnuppert, so ey, wir müssen uns mal treffen, auf Festivals gesehen. Und dann irgendwann hat es endlich geklappt, dass wir auch zusammen Musik gemacht haben. Ihr habt zusammen Musik gemacht, nicht nur einmal. Merkst du dann den Generationenunterschied oder verschwimmt das, wenn ihr zusammen Musik macht? Ich merke das nicht, weil es eher was im Kopf ist, wenn jemand jung geblieben ist oder einfach so, weiß nicht, als Musiker hofft man, dass diese Suche nach dem einen Song nie endet, so. Und wenn man jemanden trifft, bei dem das genauso ist, dann ist es eher so ein Bruder im Geiste. Okay. Also es hat aber auch, trotzdem hat er für mich auch ein bisschen was Väterliches natürlich. Stimmt das? Ja, also ich habe mich sehr gefreut, ihn kennenzulernen. Kein Quatsch. Jemanden zu treffen, der dem auch die, sagen wir so, meine Wurzeln was bedeuten, der sich auch auskennt. Bin dann nach Hause gegangen nach dieser Fernsehsendung, nach dieser Radiosendung, habe meine Töchter gefragt, ob er den Typ kennt, den Clouseau kennt. Ja, die sind natürlich zusammengebrochen. Ja, das wollte ich gerade sagen. Oh, Vater. Mittlerweile ist er Teil der Familie. Ah, okay, alles klar. Wir kommen zu euch. Wie ist da die Verbindung entstanden? Guckst du gerne Tatort oder? Ich habe das Sendung kennengelernt. Breche ein. Ich bin dann einen ganz sympathischen. Ja, das kam eigentlich über die Mädels, eigentlich über Tina und eine gemeinsame Freundin von uns und eben auch wieder ein anderer Musiker von Fury in the Slaughterhouse, die Wingenfelder Brüder, die eben Freunde von uns wiederum sind. So haben wir uns kennengelernt und irgendwann wurden wir dann sozusagen alles zusammen. Wart ihr verbunden? Waren wir verbunden, ja. Wir haben uns dann im Deutschlandfunk, glaube ich, irgendwo kennen. Wir haben dann kürzlich gerätselt, wo es jetzt genau, weil wir glauben, es war im Deutschlandfunk bei einem Konzert. Und da war auch mein Sohn noch mit dabei. Und das ist eben auch was, also ich habe Bab als erstes gehört bei meinem Vater, Anfang der 80er, der dann zur Lorelei aufs Konzert fuhr. Dann später habe ich es gehört. Und dann hat es mein Sohn gehört. Also ich meine, das ist schon, das muss man auch erstmal zusammenkriegen, dass ein Musiker sich so verbindet. Also ich weiß es, wenn ich es von mir eben sagen darf, es war ganz früh in den 70ern, ich war Studentin und ein Kollege von mir in der Kneipe, in der ich mein Geld verdient habe, um zu studieren, der sang ständig hinter mir her, Anna, dreh dich nicht um, obwohl ich wahrlich nicht Anna heiße. Das war unser Schlachtruf damals und so kam Bab sozusagen in mein Leben, Wolfgang Niedecken. Gerd, du bist einer, der sich sehr viel mit Philosophie, mit wichtigen Dingen des Lebens beschäftigt. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass du ein Rockfan bist. Musik ist wichtig, total. Ja, klar. Und auch wenn ich kein Musiker bin wie Clouseau, kannte ich ihn natürlich, bevor wir uns kennengelernt haben schon und war auch schon auf einem Konzert von ihm, lange vorher. Ah, okay. Und ja, wie war die persönliche erste Begegnung?
Ausnahmsweise keine Medien. Wir haben uns also nicht in der Sendung kennengelernt, obwohl themenzentrierte Interaktion mit Wolfgang, der eher so ein bisschen scheuer ist, ganz guter Einstieg ist. Ich bin aus dem Taxi ausgestiegen in Köln, vorm Spitz, mit meinem Sohn auf dem Arm und bin buchstäblich in ihn reingelaufen. Und wir haben uns unterhalten, weil er mich indirekt, glaube ich, kannte von Kulturzeit. Ne? Ja. Vermute ich mal. Ja, und also Morgenmagazin zuerst und dann Kulturzeit. Ich dachte, wenn der Typ redet, müssen wir gerade still sein, weil der hat Plan. Und das war gut. Und dann treffen wir uns und das war so, als wenn ich einen alten Bekannten treffen würde. Wir haben uns direkt hingesetzt und haben uns über alles Mögliche unterhalten. Und dann kam das so. Über die Jahre kam das. Ja, dann haben wir Sendungen ab und zu. Also Buchsendungen, ne? Wolfgang. Ja. Ja, super. Muss man ja auch mal sagen. Und du hast dir diese Runde gewünscht. Und ich freue mich besonders, dass Tina dabei ist, weil du hältst dich normalerweise vornehm zurück, wenn er seine großen Auftritte hat. Du bist heute mitgekommen. Und natürlich möchte ich von euch kennen, wie ihr euch kennengelernt habt. Denn, das nehme ich schon mal vorweg, es ist eine ganz große, ganz schöne Liebesgeschichte. Erzählst du dich? Bitte schön. Also ich war eigentlich am Flughafen. Also es ist wenig spektakulär, aber ich bin zurückgeflogen von Köln, da lebt meine Patentante mit meiner Schwester und wir mussten durch diese Durchleuchtungsanlage und da baute sich auf einmal so ein Stau auf und ich habe nur gesehen, da war so eine Gruppe von lauter total, die sahen eher aus wie ihre eigenen Roadies, die sahen sehr wild aus. Verzottelt. Schon ein bisschen. Ich glaube, die haben auch schon ganz gut getankt gehabt und die hatten so einen Kuhschädel dabei, also so einen richtigen Kuhschädel und den haben die ständig durch diese Durchleuchtungsanlage geschoben und Schmal und er, Kunststudenten, haben natürlich immer Polaroids gemacht. Die haben da so ein Kunstevent draus gemacht. Es staute sich nach hinten und ich habe nur gedacht, mein Gott, was sind das für Typen? Und dann saßen wir auch tatsächlich und da hat der Herr uns wohl gut gemeint, tatsächlich auch im selben Flieger. Nach München zurück. Und du hast ein Auge auf sie geworfen? Und weil ich natürlich unmittelbar sie in dieser Schlange entdeckt habe und nur sehr unsolidarisch gedacht habe, wie kann ich mich jetzt von diesem schrägen Haufen irgendwie ein bisschen distanzieren und wie kriege ich sie jetzt angesprochen? Weil ich bin nicht der große Baggerführer. Das fällt mir sehr schwer. Baggerführer. Schönes Wort. Ja, also und ich musste allerdings irgendwann zu Potte kommen, spätestens bei der Landung in München. Und dann habe ich sie und ihre Schwester dann gefragt, wir hätten dann einen Fernsehgig abends, wofür wir auch den Kuhschädel übrigens brauchten. Gute Entschuldigung. Dann habe ich, wo wir dann noch abends danach noch hingehen können. Das war nicht besonders innovativ, die Anfrage, aber gut. Hat gereicht. Ja, und dann hat sie das mitgekriegt und hat nur gesagt, Kathi, mach irgendwas aus. Ich hatte keine Zeit, wir waren schon verspätet und ich musste eigentlich zu einem, ich war damals Fotoassistentin und wir hatten ein ziemlich großes Shooting und da war ich schon zu spät und ich wusste, der Chef, also dieser Kunde ist sehr zickig ein bisschen gewesen und ich bin nur rausgeflogen aus dem Flughafen und habe gesagt, macht irgendwas aus, ich komme später nach. Ja. Aber kanntest du als Münchnerin? Nein. Okay. Also sagen wir mal so, er war damals mit den Komplizen unterwegs. Das war ja nochmal anders. Das war ja sein erstes Solo-Album. Okay. Und als dann irgendjemand gesagt hat, Komplizen, keine Ahnung. Ich kannte später dann, als wir uns ein bisschen näher kennenlernten, wusste ich natürlich schon, verdammt lang her, kannte ich natürlich auch. Und Bab kannte ich auch, aber das war nicht meine Musik, die ich gehört habe. Das ist natürlich auch ein Culture-Clash, ja? Köln. Das war wirklich, ja, aber hallo. Zum Glück singt er zwar Kölsch, spricht aber Hochdeutsch. Zumindest, wenn er will. Ja, so reinig eingefärbt, so Adenauer Hochdeutsch. So. Ja, aber auch für eine Münchnerin verständlich. Ja, das ging schon. Also Culture Clash habt ihr ja eigentlich auch. Ich meine, ich finde Österreich-Wuppertal, das ist auch hart. Dagegen eigentlich, ja. Aber was mich noch interessieren würde, ab dem Zeitpunkt, wo ihr im Flieger zusammengesessen habt. Wir haben nicht zusammengesessen. Ja. Ah, ihr wart nicht im Flieger? Wir waren im selben Flieger. Er saß ganz hinten und ich saß relativ so. Du hast überhaupt keine Chance gehabt, während des Fluges irgendwas zu manövrieren? Das war echt eine schwierige Situation. Und jetzt im Nachhinein. Ist klar, dass du was manövrieren willst, ne? Ja, ich musste irgendwie zu Potte kommen. Ja, aber nachdem du eingestiegen bist in den Flieger, gab es da einen Impuls zu sagen, der Typ ist spannend? Wir hatten einen Blickkontakt
Also so, ich glaube ja immer, dass es so eine Nanosekunde gibt, wo etwas passiert, ja, oder? Ja, glaube ich. Also dieses Momentum eines poetischen Ereignisses, wo man noch nicht weiß, was es ist, aber trotzdem, es ist alles geschrieben wie... das war vorher schon. Nein, Lawrence of Arabia hat immer gesagt, nichts steht geschrieben. Aber das steht dann geschrieben. Gab es das für dich? Den gab es schon, als ich ihn entdeckt habe, dass er wirklich auch den Kontakt gesucht hat in der Schlange. Da dachte ich, ach, der sieht aber nett aus. Auch wenn es nicht mein Beuteschema war. Aber das war irgendwie... Ich war ja auch kein Beuteschema. Warst du auch nicht das Beuteschema? Das ist auch nicht mein Beuteschema, nee. Das ist gar nicht schlecht, die. Aber ich musste Baggerführer spielen. Du warst ein sehr guter Baggerführer. Muss ich man ein Jahr sagen. Lang habe ich an der Maschine herumgerappelt. So lange Flüge gibt es nicht. Ein Jahr, oh wow. Aber ich meine, wenn, also Österreich, Wuppertal, Köln, München, du bist natürlich durch und durch Kölner. So giltst du auch. Und du bist aufgewachsen in Köln, du bist sozialisiert in Köln, du bist einfach Urkölsch, das ist vollkommen klar. Dein Vater hatte ein Lebensmittelgeschäft. Und ich stelle mir vor, Lebensmittelgeschäft, wo so alles zu kriegen ist, auch Süßigkeiten, ist dafür für ein Kind ein Paradies. Hat mich ehrlich gesagt nicht besonders interessiert. Und ich konnte teilweise meine Freunde, die mich geschickt haben oder mich schicken wollten, hol doch mal eine Tafel Schokolade oder sowas, die konnte ich sofort aussortieren. Weil das war mir irgendwie zu platt. Das ging nicht. Mit denen wollte ich dann auch nicht mehr Freund sein. Hatten deine Eltern eigentlich so einen sehr starken kulturellen Bezug? War viel Musik zu Hause zu hören? Meine Mutter hat relativ viel gelesen. Musik meine Mutter hat Hildegard Knef-Platten gehabt, fand's klasse, ja. Und aber mein Vater hat sich nicht wirklich für Musik interessiert. Also der war zwar damals, als er noch in Unkel am Rhein gelebt hat, als junger Mensch, war er zwar der Kassierer vom Männergesangsverein, aber gesungen hat er nie. Wenn wir dieses Foto hier sehen, ist das ein Kommunionsfoto hier, Wolfgang? Ja, genau. Da meint man ja, aus dem Jungen wird was Ordentliches. Ja, das war natürlich ein denkwürdiger Tag, meine erste heilige Kommunion. Und die Frau Rüssel, die bei uns im Haus wohnte, auf der dritten Etage, die hatte den Bogen raus, wie man eine Elvis-Frisur kennt. Und zwar mit Zuckerwasser. Die hatte eine Elvis-Frisur mit Zuckerwasser gemacht. Habe ich nur an dem einen Tag habe ich die gehabt, weil ihr Sohn, der Winfried, das war auch derjenige, der die ersten englischsprachigen Platten zu Hause hatte, der hatte eine Elvis-Frisur. Deswegen habe ich gedacht, also bitte, wenn ich zur Kommunion gehe, bitte eine Elvis-Frisur. Wie bist du denn als Junge zur Musik gekommen? Ich? Von wem kam der Impuls? Ach, der Impuls kam von den Beatles letztendlich. Ich habe noch Indianer im Wald gespielt und war Pfadfinder, als ich die ersten Klänge von den Beatles gehört habe. Also ein Freund bei uns im Internat, der hatte eine bestimmte Beatles-Single zweimal. Die deutsche Pressung, da stand so ein grünes Label, stand oben Odeon drauf. Und die englische Pressung, das war ein schwarzes Label. Und ich habe die Chance ergriffen, diese deutsche Pressung gegen Taschenmesser zu tauschen. Und dann habe ich das immer gehört. Dann habe ich also auf der einen Seite From Me to You, auf der anderen Seite Thank You Girl gehört. Das fand ich sensationell. Und da habe ich meine Mutter so lange gequält, bis sie mir noch eine Odeon-Platte gekauft hat. Ich habe noch nicht mal gemerkt, dass das die Beatles waren. Aber das ist super. Ja? Also die erste Platte, das wissen die meisten. Wie war bei dir, Clouseau? Klasse von 95 war das. War eine Hip-Hop-Platte, eine Rap-Platte. Okay. Die habe ich gekauft. Aber die ersten Platten, die ich gehört habe, waren bei meinem Vater im Plattenschrank. Und da gab es halt quasi zu DDR-Zeiten ganz viele Ostbands, einfach so Karat und Pudis. Wohnen ohne Zeiger, Pudis. Und eben natürlich auch Beatles oder Lindenberg, alles Mögliche. Also heute hören die Kids ganz, ganz früh Musik. Es war früher, glaube ich, ein bisschen später. Ich bin aber, als ich noch in die sogenannte Volksschule, wie es ja damals ging, bin ich in einen Plattenladen und ich hatte draußen mir angeguckt, welche Jungs mir da gefallen. Weil ich ja noch kein Englisch hatte, bin ich rein und habe gesagt, ich möchte diese eine Platte, die heißt Turn, Turn, Turn. Hey, super, oder? Ja. Die habe ich auch noch. Ja, sehr gut. Also insofern, du hast angefangen, Musik zu machen, aber eigentlich war dein Bestreben, bildender Künstler zu werden. Das ist ja schon interessant, dass es dann irgendwann so eine radikale Wende gab. Was heißt radikal? Ich meine, du machst heute noch Kunst. Du hast uns Collagen mitgebracht, aktuelle. Aber du hast Kunst studiert. Und was war der Schalter, der umgelegt wurde, um zu sagen, nee, Musik ist es? Ehrlich gesagt, ich hätte niemals eine Aufnahmeprüfung auf einer Musikhochschule geschafft, weil ich ja nie ein Instrument von Grund auf gelernt hatte. Das hätte ich nicht geschafft. Und da ich im Zeichnen und im Malen ganz gut war in der Schule, das war meine einzige wirklich gute Note in der Schule. Und ich das auch sehr interessant fand. Mein Großvater war Kirchenmaler
Da hat dieses Talent auch irgendwie so vererbt über meine Mutter an mich. Meine Mutter konnte sowas nicht werden, weil man 1920 geboren ist. Da ist nichts mit sowas. Ja, und dann bin ich natürlich auch von der Schule geflogen. Das hat diese Entscheidung einfacher gemacht, das zu studieren, was ich gerne wollte. Ich habe die Aufnahmeprüfung auf der Fachhochschule für Bildende Künste, also auf der Werkschule in Köln am Obering, geschafft und konnte dann studieren. Und danach konnte ich dann auch noch auf der Universität in Bonn weiter studieren, wenn ich das gewollt hätte. Warum bist du von der Schule geflogen? Weil ich nichts mehr getan habe, ganz einfach. Es war die Zeit Ende der 60er Jahre, wo ich mich eigentlich nur für meine Band interessiert habe. Wir haben ohne Ende geprobt, haben jedes Wochenende Massenauftrag gehabt. Dann haben die gesagt, ich bin mehr oder weniger so als Gasthörer ab und zu mal in die Schule gegangen. Wir haben das Kommunionsbild gesehen, ein ordentlicher kleiner Junge mit seinen ordentlichen Eltern. Ja. Was haben deine Eltern, vor allem dein Vater, dazu gesagt, dass du plötzlich einen etwas wilderen Weg genommen hast? Mein Vater hat sich immer nur Sorgen gemacht. Mein Vater hat nie geschimpft. Der hat sich einfach immer Sorgen gemacht, also bis zum Ende seines Lebens. Was soll aus dem Jungen nur werden? Und meine Mutter hat immer gesagt, der macht das schon. Und wenn der dann sagte, der muss doch, dann sagte meine Mutter, der Junge muss ja nichts, der muss glücklich werden. Das war ganz großartig. Ich habe immer den Support meiner Mutter gehabt, immer. Ja, das ist natürlich klasse, aber andererseits haben wir viele von uns das Lied im Ohr, verdammt lang her, weil die am Grab war. Was war das, was euch in so eine Art Sprachlosigkeit getrieben habt? Das Blöde war, dass wir diese Sprachlosigkeit, wir hätten beide die Chance gehabt, das schon längst mal zu besprechen. Aber das hat sich dann zu einer bleiernden Sprachlosigkeit, weil wir haben eigentlich nur noch Smalltalk miteinander betrieben. Wir mochten uns, wir haben uns gegenseitig geliebt, aber wir konnten nicht drüber reden. Es war traurig, einfach, ne? War nicht mal, es war so traurig. Deswegen habe ich auch dieses Lied geschrieben. Ich habe dieses Lied ja an einem Rosenmontag geschrieben. Mein Vater ist am 18. September gestorben, 80. Und am Rosenmontag 81 habe ich dieses Lied endlich geschrieben. Da musste was aus mir raus. Das ist ein imaginäres Gespräch, was ich mit ihm nie geführt habe. Aber dann hat er erste Erfolge mitbekommen? Ja, erste Erfolge nicht, nein. Der hat das erste Album hat er mitgekriegt und das fand er auch nicht gut. Das fand er, es waren ja textlich lauter, mein Vater war sehr katholisch, war großer Adenauer-Fan, das sind ja lauter Unverschämtheiten, was du da singst. Und außerdem muss doch ein Mädchen singen, was doch jetzt darstellt. Ja? Also er fand das nicht gut, was wir da gemacht haben und hat sich weiterhin Sorgen gemacht. Ja, wie war das denn bei dir? Du hast auch irgendwann gesagt, so Musik ist meine Richtung. Waren deine Eltern erfreut oder auch eher skeptisch? Was wird aus dem Jungen? Nee, das war auch, das war ja alles nach der Wende, das war auch eine wilde Zeit, auch für meine Eltern. Die hatten gar nicht so die Power, quasi sich auf mich und meinen Bruder so zu konzentrieren. Das kann eine Chance sein. Es war auf definitiv eine Chance irgendwie. Man auch merkt, das Schulsystem kam auch noch nicht so richtig klar. Ich habe mich dann einfach für Musik interessiert und die hatten einfach auch wirklich, wie es Wolfgang sagt, Sorge die ganze Zeit. So. Ich habe dann Lehre abgebrochen, wollte einfach auf Hip-Hop-Jams fahren, wollte Rapper werden damals. Mein Vater, oh Gott, damit kann man ja kein Geld verdienen. Und so. Und habe die sehr lange ferngehalten von Konzerten, weil die einfach, ich habe das Gefühl gehabt, das verstehen die jetzt nicht so, also halte ich die auch fern. Außerdem hat sowieso die erste Reihe gekifft. Dachte ich, da passen meine Eltern jetzt nicht hin. Und erst als die Konzerte voller wurden, so habe ich sie zum ersten Mal eingeladen. So. Und dann haben sie es auch geschnallt. Man will als Kind ja zeigen, dass man... Mein Vater, der macht immer noch nach Konzerten Listen so, und sagt halt, das war geil, das war nicht so geil und das war geil. Und das Lob ist auch wirklich so, wenn es richtig geil war, dann gibt es auch ein richtiges Lob. Ansonsten so, ja, geht besser. Oh, geht so einigermaßen. Finde ich aber irgendwie geil. Aber wie war das allererste Lied, was du geschrieben hast? Das muss man sich auch mal trauen. Ne? Man macht Musik mit der Band dies und jenes und dann selber das erste Lied, auch ob Kölsch war das dann, vermute ich mal. Ja, das erste, also wir haben ja diese Band angefangen, weil das lauter Jungs waren, die in den 60ern irgendwann in Beatbands gespielt hatten. Und wie das dann so war, Anfang der 70er, man traf immer wieder irgendwo Leute und fragte, machst du eigentlich noch Musik? Ja, mit wem denn? Ja, was macht denn dein Bass? Ja, der steht im Keller. Und der Nächste, was macht denn dein Schlagzeug? Ja, der steht am Dachboden. Und ja, ich sag, wir machen einfach jetzt mal, wir sehen, dass wir einen Proberaum kriegen und dann machen wir einen festen Tag, wo wir uns dann da treffen und dann jammen wir ein bisschen. Wir haben hauptsächlich gecovert, also Kings, Beatles, Stones, Dylan und... Wolfgang, hast du eine Idee? Weil das gab ja ganz viele Leute, die damals
in Garagen oder so gespielt haben. Also ich habe ja selbst auch in so einer Garagenband gespielt. Und einige davon, wie du, sind was geworden, ja. Andere nicht. Hast du eine Erklärung dafür, wer da, wie die Selektion da war? Also ich glaube, dass das letztendlich bei uns daran gelegen hat, dass ich tatsächlich eines Tages mit einem Song angekommen bin, den ich vor lauter Liebeskummer geschrieben hatte. Und ja, das war Helfe kann der Kenner. Damit bin ich angekommen und dann fanden die anderen, aber das ist super, mach da mehr von. Dann habe ich mehr davon gemacht. Und ich war fest davon überzeugt, dass dieses Stück mein erstes kölsches Stück gewesen ist. Aber es gab noch eins vorher, das habe ich jetzt erst wiedergefunden. Ja, das ist auch ein Ding. Das ist jetzt gefunden, bist du dabei, sozusagen dein Leben rückwärts zu sortieren? Warum? Nein, ich habe so mal mein es gibt so Aktenordner, da steht drauf Raritäten von A bis D und von D bis irgendwas. Und mal gucken, was da alles drin ist. Und da war die Lehre Frau Hermanns. Da bin ich auf diesen Text gestoßen. Ach stimmt, das hatte ich ja auch geschrieben. Und dann habe ich aber, weil ich rechne nicht gerne, ja, aber dann habe ich aber entgegen meiner Gewohnheit, da habe ich mal zwei Zahlen zusammengezogen, nämlich ein Geburtstagsständchen für eine alte Frau, die ich beim Zivildienst betreut hatte, in der alten Tagesstätte und Vormittagsessen auf Rädern hingefahren. Und die wurde 93. Und das kommt vor in der ersten Zeile, 93 Jahre und immer noch klar. Dann seit 1883 ist die alte Frau Hermanns da. Das ich zusammengezählt und kommt dann 1976 bei raus. Ich denke, Moment mal, wieso? Weil die Pappgeschichte muss neu geschrieben werden. Das war das allererste Lied. Und dann, ich dachte, das muss ich jetzt endgültig mal aufnehmen. Das war dann auch eigentlich der Grundstock für diese Geburtstagsedition. Das ist eine Sondersendung und wir werden heute auch Musik hören. Zum Beispiel jetzt von dir, nämlich Lee Frau Hermanns. Ich bin sehr gespannt, wie das klingt. Und Martina fragen, wenn er sowas plötzlich findet nochmal oder eine neue Idee hat, kommt er dann zu dir und sagt, hör mal zu, kann das was? Kann ich das irgendwie... Also wenn der, also jetzt, das war ja jetzt eine alte Nummer, die er sich dann da vorgenommen hat, aber wenn er so in dem Prozess ist, dass er Songs schreibt, also das kriege ich dann schon immer mit, dann wird er schon immer so sehr, ja wie soll man sagen, er fängt dann an den Blumen jedes Blatt abzuzibbeln und da merke ich schon, jetzt läuft er schwanger mit irgendwas. Irgendwie kommt ist für dann, sich. Ist total in sich und ich merke so, er ist im Prozess und dann, er spielt es mir auch erst vor, wenn er wirklich dann auch happy ist. Ich darf auch vorher nichts dazu sagen. Okay. Wir sind sehr gespannt auf die Lee Frau Hermanns. Ja. '93 Jahr und immer noch klar, 1883 ist die Frau Hermanns da. Het viel durch die Wand, wie gekühlt, wie große Töne schwarz. Immer lustig, still vergnügt, gut gelaunt, trägt nie Gesicht, Frau Hermanns, nee, Frau Hermanns. Lebelang auf Tour, um Kirmesstunze all die Jahr. In ihrer Boot wird alles jauf, treute knallfreucht Luftballons zwischen Karussell und Schießboot. Auch im Winter, wenn es kalt wird, stund sie da in ihrem Lade zwischen all der Kirmes gerade. Frau Hermanns, nee, Frau Hermanns, so ist sie so fit. Ich hab nur selten hit. Mit 93 spielt sie Karte wie ne Profi und die sich nix draus macht, wenn sie uns verliert. Was eigentlich nie passiert. Dann lacht sie laut, verzählt die Krätzchen und 93 Jahre Schätzchen.
gratuliere zum Geburtstag. Who's on the level? Die Frau Hermanns. Mädchen Promenade und Kaffee. Ohne Schnaps gepflückt, wenn keiner hinsieht. Die Frau Hermanns, Nummer 4. Auf keinen Fall den Mut verliere. Glück vor 93 Jahren wurde in Köln eine Schuss geboren. Frau Hermanns, nee, Frau Hermanns, nee, Frau Hermanns, Jod all Frau Hermanns. Rührend, ein Denkmal für eine längst verstorbene, damals 93-jährige Frau. Das finde ich irgendwie. Wolfgang, zivil, hast du gerade gesagt, wie war dein Verhältnis dann zu alten Leuten im Zivildienst? Also, hast du ein bisschen betreut mit ihren 93 Jahren? Ach, das war so, das war ein Glück für mich, dass ich dann doch noch zum Zivildienst eingezogen wurde, also nach dem Studium. Ich hatte gedacht, jetzt geht's nur noch als freischaffender Künstler geht's weiter. Und dann komme ich von einer Reise zurück rund um die Bärische Halbinsel mit meiner Kastenente. Und im Briefkasten war die Einberufung. Und erst hat mich schwarz geärgert. Und dann aber, sobald ich dabei war, habe ich gemerkt, Gott sei Dank ist mir das passiert, weil als Kunststudent landest du relativ schnell im Elfenbeinturm. Ja, ja. Wollte ich gerade sagen. So warst du mit beiden Beinen auf der Erde und vor allen Dingen dann auch bei alten Leuten, die Zuwendung eigentlich brauchen. Ja. Bringt mich auch zu dem Thema, du hast eben von deiner Familie erzählt, von deinen Eltern, du bist ja Einzelkind. Du bist ein Familienmensch. Deine Familie ist dir sehr wichtig. Du hast 4 Kinder, 2 mit Tina. Was wolltest du bei deinen Kindern besonders gut machen? Was war dir wichtig? Was wolltest du ihnen mit auf den Weg geben? Also ich wollte ihnen möglichst viel Freiheiten lassen und mich möglichst wenig sorgen müssen, weil ich das ja von meinem Vater so unerträglich fand, dass er sich immer gesorgt hat und ich ihn eigentlich immer nur versucht habe, zu beruhigen. Ja? So schade, dass er den Erfolg auch nicht mehr mitgekriegt hat. Das wäre für ihn beruhigend gewesen, wenn er gemerkt hätte, das haut doch mit dem Kleinen. Ja? Aber das haben wir halt nicht geschafft. Mir war immer wichtig, den Kindern, die Kinder in erster Linie durch Vorleben zu erziehen, wenn überhaupt erziehen. Ja? Und keine Ahnung, ob es mir gelungen ist, wahrscheinlich ist es mir gelungen. Na, immerhin ist deine Tochter vor kurzem extra zurück nach Köln gekommen, damit das Kind in Köln zur Welt kommt und nirgendwo sonst. Ja, im Silberins Klösterchen natürlich. Ja. Wo du auch geboren bist. Ja, wo ich geboren bin, wo mein Großvater, der Kirchenmaler Hermann Platz, eine Woche vor meiner Geburt gestorben ist und hat dann fantasiert, Bovelit und Stinny hat gerade eine kleine Junge geboren. Der wusste das schon. Tina, ich könnte mir vorstellen, dass es gar nicht so einfach ist, für eine junge Frau, sich auf einen Rockmusiker einzulassen. Bei Rockmusiker denkt doch jeder, Sex, Drugs, Rock'n'Roll, ganz was Wildes und hinterher sitze ich zu Hause und der wird unterwegs bejubelt oder macht sonst irgendwas. War das eine schwierige Entscheidung für dich oder hat das so geknallt, dass du sagst, nee, das ist es? Ich glaube, die Entscheidung muss ich nie treffen, sondern es hat sich ja so langsam, also ihr habt jetzt ein Jahr lang gebaggert, aber unsere Anfangszeit war ja auch schwierig. Also es war ja keine einfache Geschichte. Ich war in München, hatte mein Leben, meinen Job. Er war in Köln und wir sind gependelt und haben das erst so auf uns zukommen lassen. Aber er hatte ja, seine Familie war ja schon schwierig. Die ganze Situation war ja schon eigentlich, ja. Er hatte schon zwei Kinder und das war alles nicht so einfach. Und insofern haben wir das wirklich so Step by Step gemacht. Und irgendwann war es ganz klar, dass ich nach Köln gehe. Es war ein bisschen schwierig, aber... Das war für Sie, war es wirklich schwierig. War schon schwer, aber irgendwann waren wir so weit. Wir sind einmal zusammen nach New York gefahren und da haben wir dann einfach festgestellt, eigentlich passt alles. Eigentlich ist alles genau so, wie wir beides auch haben wollen, wie er es auch sich so gedacht hat und auch für mich. Ich war ja jung, also... Also für Sie war es so, sie hat gesehen, was sie da kriegen würde. Mhm. Ja, und mein Vater war Musiker, ich konnte damit gut... What you see is what you get. Ne? Bei meiner ersten Frau war das nicht so, da habe ich ab und zu mal abends in der Kneipe gespielt und habe Bilder gemalt und plötzlich war ich immer weg. Und wenn ich dann nach Hause kam, war das dann immer mit so einem schlechten Gewissen, du bist immer weg. Und, das habe ich gedacht jetzt auch bei dir, dass du vielleicht gesagt hast, nee, nicht, dass er als Rockmusiker immer unterwegs ist und eben nicht zu Hause und eben nicht für eine Familie da. Aber die Zeit ist ja sowieso vorbei und die 4 Kinder sind längst flügge. Das heißt, das Nest ist leer. Wie bei euch.
Der Sohn ist jetzt ab dafür. Ja. Leer das Haus? Leer das Haus, aber also das hat ja so zwei Seiten. Das eine ist ja dieser unheimliche Schmerz, mit dem man irgendwie zurechtkommen muss, weil da was passiert, was das Normalste auf der Welt ist und wo man ja auch froh sein kann, dass es passiert und dass da jemand losmarschiert und sagt, ich will jetzt das und das machen, ihr seht mich jetzt mal eine Weile nicht. Das ist die eine Seite und die andere Seite ist, dass wir ja noch nie im Leben, in unserem gemeinsamen Leben, alleine waren, sondern es gab ja mein Kind schon. Und das heißt, wir sind jetzt zum ersten Mal als Paar, nur wir zwei. Und dann kommt noch Corona dazu. Das heißt, es war jetzt aber durchaus spannend. Ja. Wie denn? Wir haben ein neues Zimmer bekommen. Das Zimmer vom Sohn, so. Das ja das Schönste im Haus war. Es wurde ja, innerhalb von 24 Stunden adaptiert. Ja, aber ich habe ihn gefragt. Ich habe gesagt, willst du dein Zimmer behalten? Und da hat er gesagt, nee, das brauche ich nicht. Warum? So. Nein, aber es ist einfach sehr schön zu sehen, dass das auch gerade durch Corona, das hätte ja jetzt auch ganz anders ausgehen können, weil wir da nicht erprobt waren. Es war aber tatsächlich eine sehr schöne Erfahrung. So viel Zeit haben wir noch nie miteinander verbracht und es war wirklich eine schöne Erfahrung, wenn man jetzt Corona auch mal was Positives abgewinnen möchte, dann ist das tatsächlich das. Dass man sich mehr aufeinander einlassen konnte. Ja. Und auch viel anders fokussiert ist einfach, weil man natürlich viel weniger, dann fahren wir mal dahin und dann machen wir einen Ausflug und dann gehen wir ins Kino und dann gehen wir essen. Das ist ja im Prinzip alles nicht, sondern man ist ja sozusagen ganz anders miteinander und wahrscheinlich sieht man auch noch mal genauer hin. Ja, und auch einfach hinter 3-4 Vorhänge, die man vielleicht sonst gar nicht so lüften würde. Ja. Weil man dann eher sagt, also ich gehe jetzt mal oder mach du mal. Oder also so man setzt sich anders auseinander miteinander, was schön ist. Das sind eigentlich vergleichbare Konstellationen, auch wenn es bei euch vier waren insgesamt, vier Kinder, bei dir vier, bei euch gemeinsam zwei. Aber bei Clouseau ist es ja so, ich habe dich mal besucht in Erfurt, ja. In dem Haus, in dem du mit deiner Band gewohnt hast. Das war eine Arbeits- und eine Lebensgemeinschaft. 7 Leute. Da war ordentlich was los. Ja. Ja, und wenn jeder einen mitbringt, sind es halt 14. Krass. Ja. Aber du hast dich ja irgendwann gelöst davon und bist auch eine Zeit lang zu deinen Eltern, erstmal die Begegnung nochmal gesucht, so eine Band dann zu verlassen und damit auch das Familienhaus, das Bandfamilienhaus zu verlassen. Wie schwer ist dir das gefallen? Das war, also für mich war das Brutalste, weil wir haben 15 Jahre eine Band gehabt und das sind so... Das ist ja wie ein Kind, was erwachsen wird, 15 Jahre. Es ist ich weiß nicht, ob ich das, ich kann es nicht vergleichen, aber es ist eine sehr lange Zeit, wo man so nonverbale Momente hat auf der Bühne, die einfach so zusammenschweißen. Man muss miteinander kommunizieren, kann nicht kommunizieren, sucht eine Sprache und hat wirklich immense Momente, auch krassen Druck teilweise und das alles irgendwie schweißt halt unglaublich zusammen. Und wir sind in einem sehr erfolgreichen Moment auseinandergegangen. Es gab gar keinen großen Streit, sondern ich habe diese Abhängigkeiten nicht mehr ausgehalten. Ich hatte ein eigenes Label, eine Band, ein Management, sehr viele Leute, die für mich gearbeitet Verantwortung. Haben. Verantwortung? Genau, und ich wollte ein ganz kleines Album machen, so ein Akustikalbum. Und dann habe ich gemerkt, alle meinten so, gehen wir dann auf Tour? Weiß ich nicht. Bringen wir es auf unserem Label? Ich hatte ein eigenes Label auch. Bringen wir das auf unserem Label raus? Weiß ich nicht. Wie machen wir das? Und dann habe ich gemerkt, die sind alle so abhängig und ich konnte nicht mehr schreiben. Aber waren sie denn böse auf dich, dass du gesagt hast, ich mache jetzt einen Cut? Ja, weil ich da einfach auch nicht gut drin war. Ich habe das sehr lange hinausgezögert. Alle haben gespürt, da klemmt ein Fragezeichen im Raum, was ja das eigentlich ist wie eine für die Ehe, Musik die langsam manchmal ganz förderlich ne? ist. Hm? Das ist wie eine Ehe, die langsam zerbröselt. Ja, vielleicht. Also irgendwie ist es wie so eine Beziehung, die zu Ende geht. Und die Frage ist, ob man, also wahrscheinlich ist das ähnlich. Erst als ich das, so habe ich das für mich rausgefunden, erst als ich das einem Freund in einem Satz kommunizieren konnte, habe ich gemerkt, jetzt muss ich was verändern, sonst beginnt für mich Verrat. Also irgendwie jetzt kann ich es erklären, vorher ist das nicht so auf dem Desktop irgendwie. Das war so, hey, ich wollte einfach nur raus aus den Abhängigkeiten, glaube ich. Ich wollte, hätte jetzt mich entscheiden können, Unternehmer zu werden oder einfach weiter das aufrechtzuerhalten, was da entstanden ist. Und da haben wir auch miteinander gesprochen, aber Wolfgang echt eine Stütze, weil der das verstanden hat und gut, du hast wahnsinnig gut zugehört. Ich habe endlos geredet von diesem Problem und so und er hat dann gesagt, ja, musst du überlegen, ich kann jetzt diesen Kölschen wirklich. Wofür bist du angetreten? Was kannst du davon noch vertreten? Wo willst du hin? Und das fand ich ganz geil. Einfach mal so. Eigentlich ganz einfach, ne? Eigentlich ganz einfach ja. In dem Moment so. Und er meinte so, ey, mach das doch. Vielleicht kommt aus der Trennung ja auch wieder
ein Zusammenführen und die stehen ja noch im Saft ihres Lebens, ihr seid jung, also die werden was Neues finden. So. Und ich hatte so wahnsinnigen Druck, das zu machen. War eine krasse Zeit. Aber es ist ja auch bei dir so, das war, da war Bab, da war es plötzlich Wolfgang Niedecken, dann war es Niedeckens Bab. Das ist ja ein Zeichen dafür, dass es auch immer wieder Veränderungen gegeben hat. Und ich meine, ja. Also, wenn man zusammen Musik macht, wächst man ja auch zusammen oder auch auseinander. Ja, also wir haben ja ständig irgendwelche Besetzungswechsel gehabt, durch all die Jahre. Einfach weil die das angefangen haben, das waren blutige Amateure. Die, nach dem ersten Album haben wir gesagt, das können wir nicht. Wir haben unseren Beruf, wir haben unser Studium, einer wurde Vater, übernahm den Betrieb seines Vaters und um Gottes Willen, sucht euch einen anderen. Unser Bassist arbeitete am Finanzamt Köln-Nord. Wenn wir dann am Wochenende durchgespielt haben und er ist dann morgens eingelaufen mit Azpanderbär, ich müsst euch einen anderen, ich kann das nicht mehr. Also das war die erste Umbesetzung. Und dann ging das halt immer irgendwo weiter und irgendwann gibt es dann auch Wege, die andere einschlagen wollen. Also die Diskussion über radiotaugliche Popmusik, am besten auf Englisch und Kölsch, auf einmal ging da in den Spagat. Das bringt mich zu der Frage, also, wo willst du hin? Ne? Die hast du dir ja selber dann auch gestellt. Ne? Du hast ja wahrscheinlich viele Fragen gestellt, aber die immer klar waren. Wenn man das Lebensalbum von Wolfgang Niedecken aufschlägt, da kommen ziemlich viele schöne Bilder. Ein paar zeigen wir jetzt. In der Stadt, wo ich herkomme, Millionen Dorf am Ring. Ja, also hier in der Severinstraße 1, da bin ich auf der zweiten Etage aufgewachsen. Diese ganze Atmosphäre in Fürth, da ist eine bestimmte Stimmung, die ist einfach da, die kann man auch nicht beschreiben. Freust mich, war nicht. Ich glaube, dass es ziemlich egal ist, ob man mit Worten malt oder mit Farbe oder Bleistift. Ich bin eigentlich ein Geschichtenerzähler. Junge, du hast uns neulich einen richtigen Schreck eingejagt. Ich glaube, da haben ganz, ganz viele gespürt, was wir an dir haben, was für einen Schatz wir an dir haben. Vielen, vielen Dank an euch. Vielen Dank auch an meine Freunde, an meinen Schutzengel. Hier ist das Beste, was ihm je passiert ist. Dort weiß ich ganz genau auf jeden Fall. Und so wie du siehst, wird der Zauber durch jetzt mit singem Schutzengel zusammen. Josie, sorry, mittlerweile Josephine. Was soll ich mit einer Pause? Das macht doch alles Spaß. Ja, dann kann man nur gratulieren. Ja. Zum Leben. Ich zum Geburtstag. Erst in drei Tagen. Sag Martina, wenn man so Liebeslieder geschrieben kriegt. Das ist. Wie fühlt sich das an? Gut. Schön. Einfach nur schön. Schön, schön vor. Das ist richtig schön. Wie viel hast du bis jetzt? Ein gerüttelt Maß. Ein gerüttelt Maß, also ein Dutzend. Ich habe ja 14 Stücke davon nochmal zusammengefasst für dieses Zusammen-Alt-Album, als Dank dafür, dass sie mir das Leben gerettet hat beim Schlaganfall. Wenn sie nicht so geistesgegenwärtig gewesen wäre, würde ich hier in einem anderen Zustand sitzen, wenn überhaupt. Und da habe ich gedacht, jetzt mache ich dieses Album mit Stücken, die ich irgendwann im Laufe unserer Zeit für sie geschrieben habe, also eine Auswahl. Es wäre sonst ein Doppelalbum geworden. Aber jetzt hast du ja noch einen draufgesetzt. Ich glaube, es gibt überhaupt keine Frau, für die so viele Liebeslieder geschrieben wurden wie Tina. Das muss ich jetzt mal sagen. Kann man mal zusammenzählen. Und auf dem neuen Album jetzt, ja, Alles fließt, da sind ja mindestens zwei, wenn nicht drei. Der Anfang, Hauptgewinn. Herzlichen Glückwunsch, du bist der Hauptgewinn. Und am Ende dann nochmal. Warum hast du da noch einen draufgesetzt? Ja, also ich mag diese Liebeslieder, bei denen ich erst während des Schreibens bemerke, hoppla, das scheint ein Liebeslied zu werden. Die mag ich gerne. Wenn ich mit Vorsatz ein Liebeslied schreiben will, das ist nur
könnte dann im Klischee enden und Klischee-Dinger mag ich halt nicht. Die müssen immer so ein, teilweise müssen die auch so ein bisschen so einen kleinen Clint Eastwood-Appeal haben. So. Was meinst du damit? Ja, so nebenbei und nicht irgendwie Süßholz raspeln, sondern Wadenschrat. Aber so. Ich finde wirklich, dass du das so ausnehmend, also ich bin ja sehr verliebt in diese Lieder, weil ich nichts Vergleichbares kenne, jemand, der so schreiben kann, dass, und dass du, also so wie du das machst, habe ich immer das Gefühl, dass, und zwar ganz egal, wie tief, wie gerade, wie warm, wie offen, wie, da ist ja immer so ein Herz, und du hast nie das Gefühl, dass da irgendwie ein Kitschverdacht aufkommt oder irgendwie das, da ist keine Metapher, kein Satz zu groß, sondern dass du hast immer das Gefühl, man kann das so... Das muss ja auch alles durch meine Nackenhaarkontrolle. Also wenn meine Nackenhaare hochgehen, dann mache ich so, da ist irgendwas falsch. Also aber es funktioniert ausgezeichnet. Wenn du ankommst mit, du bist süßer als ein Stückchen Zucker mit Honig, dann vergesse es einfach. Aber glücklicherweise verstehst du ja mittlerweile alles. Als du aus München gekommen bist, hast du ja keinen Kölsch verstanden. Nein. Mittlerweile kannst du jedes Liebeslied einfach verstehen und jede Botschaft. Weil das ist auch interessant, dass wenn wir ja auf die Verbindungen der Einzelnen kommen, ist ja so, dass Gerd Skobel ein Freund von dir ist und du schickst Gerd, mehr oder weniger schickst oder besprichst mit ihm neue Texte. Die verstehst du doch gar nicht. Doch. Auf Kölsch oder nicht? Erstmal ruft man sich natürlich im Laufe der Jahre dann doch ein bisschen ein. Und außerdem, was du auch eben gesagt hast, Wolfgang ist ja ein super Übersetzer. Ich muss dann nur rüber gucken, dann weiß er genau, das habe ich nicht richtig verstanden und übersetzt es. Also ich gebe auch sehr viel um sein Urteil, wenn wir an einem neuen Album arbeiten. Und dann will ich schon wissen, wie er das findet. Vor allen Dingen die Mixe muss er hören. Weil ich werde irgendwann betriebsblind oder betriebstaub. Ich höre dann nicht mehr. Warum bist du bis heute wirklich beim Kölsch geblieben? Weil es die Sprache ist, in der ich denke, träume, fühle und alles mögliche. Es ist meine Muttersprache. Warum in aller Welt soll ich die Ecke rumformulieren? Ja. Erstmal auf Hochdeutsch und dann geht schon so viel Reibungsverlust. Da geht so viel verloren für mich. Hast du mal Thai probiert? Wobei ich sagen muss, wir haben ja ein paar Sachen zusammen gesungen und dann habe ich natürlich Sachen auf Hochdeutsch dann entweder gemacht oder es gab schon eine Version. Und ich muss sagen, es sind ja einfach gute Texte. So, ich stelle mir schon oft die Frage, dass ich denke, so, ich würde mir ein Album wünschen, vielleicht die Bub-Fans nicht so. Aber ich würde es mir wünschen, weil es einfach so, weil es gute Texte sind. Und das hast du einfach in Deutschland, in Deutsch ist es schwierig. Das ist erst so eine klingonische, harte Sprache. Mit so einfach, immer ist ein Wort also, zu viel und so. Überhaupt zu schreiben in dieser Sprache ist nicht so einfach. Und obwohl macht er sehr geil. Hochdeutscher singt jetzt. Ne? Hm? Also er ist ja ein bisschen Hochdeutscher geworden vom Sound her, verständlicher. Aber das Gefühl ist ja, was er gerade gesagt hat, das Gefühl ist ja auch Heimat. Wenn du sagst, das ist die Sprache, in der ich aufwachse, meine Muttersprache, ja, denke, dann fühlst du dich träume. Ja dann auch sicher. Aber nicht nostalgisch. Also wenn ich, beispielsweise, es gibt dieses Stück auf dem Lebenslänglich-Album, haben wir uns lange darüber unterhalten, über Absurdistan. Das habe ich dort auf Kölsch geschrieben und ich ging ins Studio und habe mich bei einigen Zeilen ganz, ganz schlecht gefühlt. Ich dachte, so würdest du das niemals im Normalbetrieb, wenn ich jetzt mit einem Native Speaker auf Kölsch reden würde, würde ich das niemals sagen. Da würde ich anders. Und als ich dann einige Zeilen geändert hatte, blieben die Nackenhaare unter. Ja, und diese Erfahrung muss man noch zulassen. Man muss jetzt nicht sagen, okay, jetzt hier Hardcore, ich immer nur der Kölsch. Ich geh mal zu euch eben, weil Tina musste sich ja an das Rheinische gewöhnen, an das Kölsch, um genau zu sagen, was ich manchmal auch nicht verstehe, weil ich komme ja bekanntermaßen aus Düsseldorf. Da ist das Platt ganz anders, obwohl die Städte nur ein paar Kilometer auseinander liegen. Es ist definitiv anders, aber Düsseldorfer Platt kann ich auch nicht. Das ist eigentlich eine Schande. Aber du bist ja eigentlich, man hört ja immer, dass du Österreicher bist. Ich höre das auch immer, ja. Ja, ja. Ich weiß nicht, wie das mit Ankatrin. Wie kommt musst das? Du dich daran gewöhnen? Also ich habe, das war eines der Dinge, in die ich mich tatsächlich zunächst sehr verliebt habe, diese langgezogenen Vokale, diese U's, Mut, also so dieses, ich fand diese Sprache so, das ging mir so rein, das fand ich wirklich, ich musste mich da überhaupt nicht schmerzlich dran gewöhnen, sondern ich finde das eine unheimlich schöne Färbung. Aber das, entschuldige, dass ich so direkt frage, kann einem das nicht auch mal auf den Wecker gehen? Naja, also er redet ich frage mal so. Also er redet, also das ist oft, also wenn wir in Deutschland zusammen sind, dann ist das sehr eingedeutscht. Sobald wir nach Wien fliegen, im Flieger schon fängt er an sozusagen, dann kommt diese Färbung zurück und dann kommt dieser andere Singsang rein.
Also das heißt, das ist nicht immer gleich, das ist so ein was Gleitendes, je nachdem, wo wir sind oder vielleicht auch tagesformabhängig, oder? Aber, ja, aber ich glaube, dass das was ganz Wichtiges ist. Ich fände zum Beispiel total schade, wenn das übersetzt wird, ja? Also wenn das ins Hochdeutsch kommt, weil ich verstehe bis heute kein Wort. Ja? Ich muss immer mühsam nachlesen, also auch dann ab und zu einen Blick rüber oder so, dass ich dann, oder Anne hat dann mehr Erfahrung. Aber ich finde, dass das eben genau diesen poetischen Reiz ausmacht. Und erstaunlicherweise habe ich festgestellt, dass ich seine Texte immer am besten übersetze, wenn ich es in meinen Dialekt übersetze. Mhm. Und nur über die Dialektfärbung kommt überhaupt etwas wie Poesie zustande. Mhm. Weil es sind so viele Begriffe, die könnte man überhaupt nicht eindeutschen. Es gäbe überhaupt keinen Begriff dafür. Mhm. Und es würde alles, was da an Tiefe, an Raum oder an Doppeldeutigkeiten oder an all den Dingen, die da vorhanden sind, also auch das, was du sagst, Nackenhaare und so, mhm, wenn das nicht mehr da ist, dann ist das verloren. Aber du hast ja Wien verlassen, also da steht einmal Österreich, Wien. Bei dir ist es Erfurt. Deine, ist es eine Heimatstadt? Das ist ja ein wichtiges Wort. Wuppertal, kann man sagen, Heimatstadt? Kann auch eine Heimat sein. Aachen? Ich weiß das nicht, ehrlich gesagt. Also ich bin da geboren, aber da werden jetzt viele wahrscheinlich ein bisschen abkotzen. Aber ist das jetzt wirklich meine Heimat? Weiß ich nicht. Also fühlt sich nicht unbedingt so an. Welche ist es denn? Weiß ich nicht. Okay. Also weiß ich wirklich nicht. Ich bin so ein bisschen so zwischendrin. Manchmal da, wo ich im Kopf jeweils bin, aber das ändert sich auch im Laufe der Zeit. Also ich weiß das gar nicht so genau. Aber das Reframen dieses Begriffes, ja, das fände ich schon sehr, oder finde ich schon zunehmend spannend. Was das eigentlich ist, weil es ja ein Gefühl, nämlich nicht, es ist ja eine Verbindung. Ja. Also das, was mich bei Papp und auch beim Wolfgang total fasziniert und greift, ja, ist, dass es lokal ist. Und für mich ist es in dem Fall Peripherie. Ja. Hm. Du gehst ja nicht in den Event, du gehst ja immer in das Biotop. Hm. Bist immer irgendwo in einer Nische der Gesellschaft. Also man muss ja dazu sagen, dass die Kölnerinnen und Kölner sehr, sehr, sehr stolz auf ihre Stadt sind. Also quasi oft besoffen von sich selber. Muss man aber auch nicht immer bedienen. Ne? Das muss ja, man nicht immer ich wollte bedienen, darauf hin. Da hast du ja auch dran gearbeitet, was ich gut finde. Ja. Also, als Wiener hast du natürlich auch dafür Verständnis. Also ihr habt ja von Ludwig Hirsch über Ambros, die ganzen Leute, die schon sehr, sehr früh im Dialekt im weitesten Sinne Beatmusik gesungen. Ihr seid immer bei der Musik. Ja? Ist bei dem Begriff Heimat. Bei dem Begriff Heimat. Was bedeutet also Heimat? Für mich, ich benutze den Begriff Heimat immer im Zusammenhang mit Heimathafen. Ich kann von meinem Heimathafen gerne aufbrechen und ich komme immer gerne wieder zurück. Es ist nie so, dass ich denke, oh Gott, ich muss auf Tour gehen. Ich weiß, dass ich meinen Heimathafen habe, wo ich gerne hin zurückkomme. Und es war immer, ich habe mich immer gefreut, wieder nach Köln zurückzukommen. Und in Köln auch meine Pläne zu schmieden, von da aus meine Fühler auszustrecken und dann irgendwann darf ich wieder weg. Das ist ein wunderbarer Begriff, Heimat haben. Das ist ja hier, ihr seid ein Freundeskreis, den du auch ausübst, Freundinnenkreis. Wie läuft das, wenn ihr beispielsweise zu viert euch trefft? Das ist sehr lustig. Wir gehen immer reich beschenkt nach Hause. Das ist eigentlich der Grund, warum wir zu den Wir gehen immer mit einem Stapel Bücher und Platten nach Hause. Deswegen gehen wir da gerne hin. Außerdem gibt es super Apfelstrudel und interessante Gespräche. Martina kann sehr guten Apfelstrudel. Genau. Dann sagen wir immer, toll, das war wieder ein erfolgreicher Abend. Aber du, das weiß ich ja, Harald, du bist ja jemand, der für sehr guten Wein schwärmt, der sich daran erfreut, der auch gerne Wein trinkt. Wolfgang ist ja sehr gesund, lebt sehr gesund, der könnte ja gar nicht mit. Doch, der trinkt schon Wein. Wolfgang trinkt auch gerne Wein. Das Schöne daran ist, dass man in dieser Konstellation immer anders berauscht ist. Also es sind die Gespräche und es ist eine Welle von Humor und auch eine Welle von Blickwinkeln. Ja. Unlängst haben wir ein total schönes Thema gehabt, ja, weil ich mich immer gewundert habe, warum er im Kölner Karneval so wenig Rolle gespielt hat. Ja. Und dann kam so eine tolle Geschichte raus, die er vielleicht ja dann auch noch erzählen wird, weil ich das ja spannend finde, weil das ja auch etwas mit Heimat zu tun hat. Ja. Jetzt ist diese Stadt durch und durch geprägt, ja, quasi punziert durch eine kulturelle Geschichte, die zum Teil dann in eine folkloristische Geschichte geht und all das, was da mal an spirituellen und sonstigen Eckpunkten verankert war, wird zu einer kommerziellen Riesenereignis, zu einem Event. Ja. Und da hat er sich ja lange Zeit verweigert, bis dann so Momente kamen, wo er dann wieder eintritt. Und dann aber wird es wieder wesentlich. Und das fand ich so spannend, dass dieses
Changieren von Heimathafenbegriffen und von Dingen in diesem Leben immer eine Rolle gespielt hat. Das ist auch das, was uns wahrscheinlich verbindet, auch in dieser Runde erstaunlicherweise. Und schön, dass da eben sozusagen das Nächste ist, was wir auch oft reden. Ja, wir sind ja alle aus einer Generation mit einem Traum. Wir sind aufgebrochen, was zu erreichen. Jeder wollte immer irgendwas schaffen. Wir haben erstaunlicherweise auch ähnliche Biografien mit Eltern, die sich Sorgen gemacht haben, die irgendwie außer der Sorge nichts kannten. Die Sorge und die versteckte Wut, die da dahinter ist. Ja. Aber die Sorge um die nächste Generation, denen es mal besser gehen sollte, aus einem anderen geschichtlichen Verständnis heraus. Ja. Und dann gehen die ihre freien Wege und schaffen das. Und jetzt stehen wir da und müssen feststellen, vor welchem Haufen wir gerade stehen. Und dann sitzt da wieder. Aber wenn das die Themen sind, über die ihr euch unterhaltet, dann kann der Abend nicht besonders lustig werden. Das ist, was Künstler gut können. Also mein Opa macht ja auch Musik und der ist auch so, dieses Switchen zwischen absolutem Nonsens und totaler Deepness. Das können Künstler sehr, sehr gut. Und da fühle ich mich auch immer sehr aufgehoben. Das geht bei manch anderen nicht so gut. Da musst du das mal aufwärmen, dann bleibt es lustig und wechselt nicht. Und so, man kann gut switchen einfach zwischen wirklich so Monty Python Humor und irgendwie Deep Talk so einfach. Okay, ich meine eine ich war drauf und dran zu sagen Leichtigkeit. Ich nehme es aber schon während des Satzes zurück. Eine Leichtigkeit könnte dir der Kölner FC, der erste FC bringen. Aber es ist natürlich schwer, wenn man Fan vom ersten FC Köln ist. Wie ist die Stimmung zu Hause, wenn der FC mal wieder verloren hat? Sehr selten. Ey, dann ist das Wochenende hinüber. Da muss ich eine Story erzählen. Wir waren unterwegs und da hält ein Müllauto an. Quasi ein Müllauto hält an, mitten auf der Straße, Fenster geht runter und der Typ fragt, was machen wir jetzt mit dem FC? Und dann unterhalten die sich darüber so, wenn man so spazieren geht mit Wolfgang, kann das wirklich passieren? So, ja, keine Ahnung. Also wirklich, war ein, wirklich Wahnsinn. War ein wunderschöner, er war bei uns, er hat doch bei uns, glaube ich, geschlafen und ging morgens runter und bei uns vor der Haus ist so eine Schikane, wo der Müllwagen natürlich den ganzen Berufsverkehr auch blockiert und der Typ, der vorne da chauffiert, der hatte schon einen riesen Geißbock an der Windschutzscheibe, der kurbelt das Fenster runter und sagt, Hans, was machen wir denn jetzt mit dem FC? Und es war völlig klar, dass ich mich mit dem jetzt kompetent über das Thema unterhalten muss. Es hat aber auch keiner gehupt. Es war völlig okay. Sie wussten zwar nicht, worüber wir uns unterhalten haben, es war schon völlig okay, dass der Niedenken jetzt da steht und sich mit dem Müllkutscher über was unterhält. Das wahrscheinlich philosophische Themen, haben die gedacht. Ja. Wenn der Niedenken nach außen steht, der erklärt und jetzt die Welt. Vollkommen klar. Du hast das ja auch erlebt in Köln, hast du mal irgendwo erzählt, dass du gespürt hast, dass aus dem kleinen Jungen eine Institution geworden ist hier in Köln. Woran merkst du das? Wie meinst du das jetzt nochmal? Aus? Ja, du, wenn man in Köln über Wolfgang Niedecken spricht, dann nehmen alle mittlerweile Haltung an. Ja, aber nicht nur in Köln. Wir hatten zusammen ein Konzert. Also in Köln, ja, wenn man spazieren geht, das ist so ein bisschen wie in dieser 90er-Jahre-Werbung Hallo Herr Kaiser. So. Das ist wirklich an jeder Ecke, so, falls sie noch einer kennt. Aber wir hatten ein Konzert außerhalb und da hast du, glaube ich, das erste Mal bei uns gespielt und das fand ich. Was heißt bei uns? Bei uns auf, also wir haben Wolfgang eingeladen. Saarbrücken im E-Werk war das. Saarbrücken in E-Werk. Und ehrlich gesagt hatten wir beide Bammel, ich habe es nicht veräußert. Kennen die Leute das eigentlich? Quasi so, wenn er jetzt auf die Bühne kommt. Und ich musste nichts erklären. Ich habe gesagt, ey, herzlichen Applaus bitte für Wolfgang Niedecken vom BAP. Und die haben nicht aufgehört zu klatschen. Er stand da, wir hatten beide Tränen in den Augen und dachten so, krass, dass die jungen Leute das so quasi abfeiern und dass da so ein Respekt im Raum ist. So, das fand ich sehr geil. Also ist durchaus. Also ich hatte Lampenfieber an dem Tag. Seit ewigen Zeiten, weil ich gesagt, hoppla, die jungen Menschen, die da jetzt im Publikum stehen, viele Mädchen auch, die ich natürlich im Alter meiner Töchter, die werden mich hassen. Jetzt taucht dieser Typ, wo die Eltern ständig die Platten von laufen lassen. Alter weißer Mann. Jetzt taucht er auch noch bei dem Konzert auf. Die werden mich hassen. Ja, nix da. Es war so unfassbar. Ja, tierisch. So nett und so, die haben mich so warm aufgenommen. Wir haben dann mit Dylan nur gespielt. Forever Young haben wir gespielt. Aber passt. Aber ich glaube wirklich auch, dass du über die Jahrzehnte deine Haltung bewahrt hast. Und das ist was Menschen dann wirklich respektieren über alle Altersgrenzen hinweg. Wir waren übrigens eben beim FC, sind wir ein bisschen vorweggekommen aus gutem Grund, aber wir haben dann noch eine überraschende Grußbotschaft für dich. Und da würde ich jetzt gerne sagen, mach mal Mats ab und wollen Wolfgang ein bisschen überraschen. Ja, lieber Wolfgang Niedecken, alles Gute
von Hennes dem 8. im Ruhestand und unserem Stürmer hier vorne, Hennes dem 9. Ganz herzliche Glückwünsche zum 70. Geburtstag aus dem Kölner Zoo. Und wir wollen alle hoffen, dass die beiden Hennesse das irgendwie noch hinkriegen, dass wir auch noch mehr Spaß haben wieder am FC. Alles Gute, schönen Tag noch, machet gut. Wolfgang Niedecken ist wahrscheinlich verdammt lang her, dass Sie das letzte Mal im Stadion waren. Dennoch wünsche ich Ihnen alles Gute zum 70. Geburtstag. Sie sind für die Musik das, was der Toni Schumacher für den 1. FC Köln ist. Ich wünsche dir alles, alles Gute, ganz viel Gesundheit, vor allem in der jetzigen Situation. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Hast unheimlich viel erlebt, unheimlich viel erreicht in deinem Leben. Darauf kannst du stolz sein. Und genau deswegen gibt es auch heute zwei Geschenke von uns. Einmal ein Trikot, signiert von der Mannschaft, und den Geißbock mit der 70 drauf. Vielen Dank für deine Unterstützung. So, da muss man mal sagen, das war der Direktor des Kölner Zoos, Theo Pagel. Ja. Und Hennes ist ja gestern wieder Vater geworden. Und wenn es ein Junge geworden wäre, dann hätte er ja Wolfgang heißen sollen. Ist ein Mädchen geworden. Ja. Tut mir leid. Dann Noah Katterbach, Abwehrspieler, und natürlich Timo Horn, Torwart und so. Jetzt haben wir eine kleine Überraschung für dich natürlich. Muss ich das Mikro hier zur Hand nehmen? Hier kommt nämlich der Hennes. Oh, so. Schön. Großartig. Hör auf. Oh. Ja, hey. Mal gucken, wie Robert, die Nummer das findet. Die Nummer wird das nicht gut finden. 70, hervorragend. So. Das ist ja toll. Freue ich mich sehr. Dieses hier, muss man ja mal sagen. Noch ein bisschen Leopardenfell, oder? Aus der erfolgreichsten Zeit deines Vereins, die ja einer der wirklichen Sternstunden dieses Vereins war, die er ja nie wieder erreicht hat und davor auch nie gesehen hat. Die Zeit von Peter Stöger. Ist da auch eine Peter Stöger drauf? Na, jetzt der aktuelle Mannschaft. Der Trainer aus Österreich, jetzt geht's hier in die Interna des Fußballs und über die Ländergrenzen hinweg. Aber gut, ich würde gerne, das würde ich hoffentlich erfreuen, bekommen einen Ehrenplatz. Passt nicht in den Bab-Altar. Nein, aber das passt bei uns im Flur. Ich weiß schon genau. Tina guckt entsetzt. Nein, Schock. Nein, da wo die ganzen Fußballgeschichten alle hängen. Das muss wieder gerahmt werden. Ja, das Trikot, aber der Hennes ist ja nicht. Er kommt. Ich wollte schon gerade sagen. Du musst erst mal deinen Hund dran gewöhnen. Ne? Da muss erst mal Numa okay geben. Und der, glaube ich, braucht noch ein bisschen Leopardenfell. Ja, ihr habt einen neuen Hund, der sehr fusselt. Ich habe das schon gehört von Tina. Und das ist auch ein Freundschaftsbeweis gewesen, als Gerd zum ersten Mal kam und hat den neuen Hund gesehen. Ist der Hund ausgeflippt vor Begeisterung über dich? Ja, war super. Ja. Toller Hund. Ja. Der Hund hat Menschenkenntnis. Ja. Hat er aber wirklich. Du hast eben schon eine Bemerkung gemacht, Wolfgang. Du hast gesagt, also wenn Tina nicht gewesen wäre, als wir über die Liebeslieder für dich sprachen, dann säße ich nicht in dem Zustand hier, vielleicht gar nicht mehr hier. Ist 10 Jahre her, 2011, hattest du, wie das dann eben so ist bei einem Schlaganfall, plötzlich und unerwartet den Schlag. Und wie ist so eine Situation, wenn man irgendwie merkt, irgendwas ist jetzt anders, wenn man darauf zurückguckt, sich erinnert? Ist das ein Gefühl, was man trägt durch die Zeit? Also ich habe zuerst natürlich nur gedacht, das ist noch der Jetlag. Ich war ja erst 2 Tage zurück aus den USA, wo ich mit einem Freund und seinem kleinen Sohn eine Reise im Wohnmobil gemacht hatte, auf der ich meinen Husten zugezogen hatte und habe eine Woche durchgehustet. Und jedenfalls habe ich nur gedacht, als mir so merkwürdig wurde, das wird Jetlag sein, machst du mal die Augen zu. Dann habe ich die Augen wieder aufgemacht und plötzlich nahmen diese ganzen Bilder an der Wand, die nahmen so merkwürdige Formen an. Sie sahen alles aus so wie die Dali-Bilder, wo so eine Uhr zerfließt. Alles zerfloss so. Ich denke, lieber, du musst mal auf den Balkon gehen, nicht, dass ich jetzt ohnmächtig werde oder was. Und genau auf dem Weg zum Balkon habe ich sie dann getroffen und die sieht mich und sagt, wie siehst du denn aus? Ja, so sagte ich schon mal öfter, wie siehst du denn aus? Aber in dem Fall war nicht so. Ja. Und hat gemerkt, ich konnte nicht mehr reden, ich hatte keine Mimik mehr und hat sofort geschaltet, sofort den Notarzt angerufen, mein Mann hat einen Schlaganfall und dann, die kamen dann, haben das nochmal festgestellt und innerhalb von einer halben Stunde war ich tatsächlich in der Stroke Unit, da wo ich hingehörte. Jeder weiß ja, es kommt auf die Zeit an. Ja. Und wenn man dann beispielsweise alleine ist, hat man erstmal relativ schlechte Karten, aber du warst da und hast sofort geschaltet. Wie ist das, wenn du daran zurückdenkst? Ist das eine Angst, die es in dir auslöst oder was ist das? Also eine gewisse Angst schon. Das ist eine gewisse Form von einem Trauma, was man da erlebt hat. Also
da kommt man auch, das kann man nicht so abschütteln, das kann man auch nicht wegatmen oder so, sondern, also es sitzt tief, weil wenn es bei uns irgendwo im Haus rumpelt oder irgendwie kracht, da bin ich aber sowas von schnell einmal durchs Haus geschossen und guck, wo er ist. Also das habe ich tatsächlich immer noch. Aber die Zeit hilft einem da schon drüber, dass man dann auch wieder ein bisschen mehr Zuversicht hat und auch ein bisschen. Das besonders Gefährliche oder man könnte fast auch sagen Gemeine ist natürlich auch, man weiß nicht, wie es weitergeht. Ja? Also ihr wusstet am Anfang auch nicht, kommt die Sprache zurück? Nee, ich wusste nicht, was ich zurückkriege. Das waren meine schlimmsten 5 Stunden meines Lebens vor dieser Untersuchung. Gott sei Dank wusste ich, dass es alles gut wird. Also als ich wieder zu mir kam, dann nach diesen ganzen Untersuchungen, meine rechte Seite war natürlich noch gelähmt und ich konnte nicht reden, war nichts mitreden. Mir haben die Worte gefehlt, ich konnte überhaupt nicht reden. Aber als die Ärzte dann um mein Bett standen, meinen linken Daumen konnte ich bewegen. Das wirkte wieder. Keiner war so zuversichtlich wie er. Ich wusste, es wird. Keine Ahnung, wieso. Ich bin nicht immer so zuversichtlich, aber in dem Fall, ich wusste, es wird. Wie oder wann ist die Sprache wiedergekommen? Hat gedauert. Also ich musste trainieren. Konnte auch zunächst nicht mehr wirklich lesen, wenn ich irgendwie ein Buch mich anfing, die erste Zeile in einem Buch zu lesen, die ging dann so weg, die ging nach oben. Ich habe immer wieder probiert, weiterzulesen. Als die Sprache wiederkam, war das dann Hochdeutsch oder sofort Kölsch? Wir haben sehr viel trainiert mit ihm, mit Scrabble und Stadtlandfluss. Und ihm fehlten immer Wörter. Und er hat das nicht zusammengekriegt, U, ein R und ein H, dass es eine Uhr gibt. Das war eigentlich ganz einfach. Und dann hatte aber unser Hans Hüper, hat immer wieder angerufen und hat gesagt, Mensch, ich muss den Jungen mal sprechen. Kölsches Original, muss man zu sagen. Hans Hüper, großer Karnevalist, der mit der Flitsch. Und ja. Den ich die ganze Zeit auf dem Handy hatte. Ich muss den Jungen sprechen. Und so habe ich gesagt, Mensch, Hans, der kann nicht reden und so. Und dann hat er aber so lange dran rumgebenzelt und gesagt, komm, gib mir den Jungen. Und dann haben die beiden angefangen zu reden und wir standen drumherum und uns ist so die Kinnlade runtergefallen, weil er sprach auf einmal Kölsch. Und zwar ohne, war alles da. Ohne irgendwie nachzudenken und ein Wort zu suchen, sprach er auf einmal Kölsch. Und wir standen da und dachten, super, und dafür trainieren wir so. Gell? Nee. Super, gleich super. Genau. Heimat. Also, was natürlich Heimat. Ja, das sitzt aber einfach tief. Was damals ganz doll war, das war, dass es eine so riesen Welle gab an Genesungswünschen, an Mitgefühl, an Hoffnung für dich, wahrscheinlich auch an Gebeten für dich. Das war natürlich, oder dieses Banner im Stadion. Ja, das war unfassbar. Also sie wussten ja, dass sie mir eine Freude damit machten, wenn sie mir im Fernsehen da ins Krankenhaus bringen, damit ich Fußball gucken kann. Und ich sehe dann das Auswärtsspiel vom FC und denke, was steht denn da? Über die ganze Südkurve praktisch, das Banner weht, pflück wieder gesund, Wolfgang. Super. Da hatte ich allerdings tatsächlich auch Tränchen in den Augen. Das war wirklich sowas von, ich wusste gar nicht, dass diese jungen Kerle, die da in der Südkurve stehen, dass sie mich überhaupt kennen. Und auf einmal steht da so ein Ding. Das hat mich wirklich geflext, mein Lieber. Apropos junge Dinger, junge Kerle. Clouseau hat einen besonderen Gruß geschickt damals, einen musikalischen. Ja, wir waren in Hamburg, als wir das gehört hatten und Schock waren. Wir waren in einem Friseurladen, ehrlich gesagt. Wir haben die Haare gerade geschnitten, haben wir die Info gekriegt. Und dann meinte ich, ey, lass doch einfach kurz einen Song spielen irgendwie. Haben wirklich auf dem Handy, gerade halb so wild, mit Handy aufgenommen. Einfach in dem Friseurladen gespielt. Alle mussten ruhig sein, alle Föhne aus und alle und haben einen kleinen Gruß geschickt irgendwie. Was war der Text? War halb so wild. Einfach wird wieder, wenn man es so übersetzt. Alles halb so wild halt. Das ist ein aktueller Song gewesen. Das war, glaube ich, aktuell sogar. Das war aktuell, war die aktuelle Single sogar. Die aktuelle Single. Das war eigentlich die Nummer, über die wir uns eigentlich in dem Radiostudio kennengelernt haben. Halb so wild. Was verändert so ein Schlaganfall im Leben? Es ist ja tatsächlich ein Schlag, ein Einschlag. Ist danach alles wie vorher oder ist danach manches etwas neu justiert? Es wird um einiges neu justiert. Vor allen Dingen wird dir bewusst, was für ein Schwein du bisher in deinem Leben gehabt hast. Und ein Schlaganfall erzieht unter anderem auch zur Demut. Corona erzieht auch zur Demut. Wir werden danach einige Sachen viel besser wertschätzen können, die wir vorher als gegeben, als vollkommen normal, klar geht es uns gut. Das wird nochmal, Leute, die in New York gelebt haben zu der Zeit des 9-11, also ich habe ja Freunde in New York, die haben gesagt, nach dem 9-11 waren die Menschen in New York wie ausgewechselt. Die hatten auf einmal was miteinander zu tun, die haben sich füreinander interessiert
Da, und, aber hoffentlich ich ging, hält das an. Ne? Ja, hoffentlich. Lernen wir da wirklich was draus. Ne? Ja, ja, hoffentlich. Wäre gut. Eigentlich sind wir jetzt wie ein Acker. Hm? Wir sind wie ein Acker. Ja, man könnte ihn aus dem, was kommen kann, meinst ja? du? Ja. Da kannst du ihn neu bestellen. Die beiden haben schon oft zusammen musiziert. Und wir haben das große Vergnügen, dass er jetzt zusammen musiziert. Hier in der Sendung, live, ohne doppelten Boden. Und zwar einen Song, der auch eine besondere Bewandtnis hat. Ja, das ist der erste Song, den ich jemals von Bob Dylan übersetzt habe. Auch ganz, ganz früh, das muss 1977 gewesen sein, aber den haben wir nie irgendwo auf einem Album aufgenommen, weil wir wahrscheinlich genug eigene Balladen immer hatten. Und deswegen ist er immer weiter so verschoben worden, als wir jetzt da 2017 in New York, in den USA waren für diesen Fünfteiler WDR, harte Co-Produktion war das, über Bob Dylan, auf den Spuren von Bob Dylan, Bob Dylans Amerika. Da habe ich dieses Lied, natürlich auf Englisch, in seiner Geburtsstadt, in Duluth, am Lake Superior, mit einer amerikanischen Künstlerin zusammengesungen. Und spätestens ab da habe ich gedacht, irgendwann muss ich jetzt mit dieser kölschen Übersetzung mal was machen. Und das haben wir dann jetzt auch mal aufgenommen, endlich. Okay, und jetzt spielen wir es. Haben Sie dir den Text auch gegeben, Gerd, vorher, um zu gucken? Das Original. Bist du auch so Dylan-Fan? Nee, nicht so. Das unterscheidet uns, glaube ich, ein bisschen. Mehr Neil Young. Aber das verbindet uns dann wieder. Ja, bin ich so ein Riesen, ich weiß, Wolfgang ist ein Riesen-Dylan-Fan, ich bin nicht so ein großer Dylan. Er hat ja auch gerade ein Buch über Dylan geschrieben, mal dazu sagen, in der, bei Kiwi, mal ein Bild. Jetzt bin ich mal gespannt, ob Clouseau Kölsch singt. Ich weiß es nicht. Harald meint nein. Ich sag nein. Wenn du hinfährst, wo der Nordwind weht, wo an der Grenze, wo dem Ewige geht, lohnt's noch, wart's im Bett und merkt dir alles, was du dir sagt. Wenn du sie triffst, wenn der Schneesturm tobt, nur auf ihre Mantel, auch wärm ihr noch. Man weiß ja nie, falls sie sich verirrt. Wenn der Fluss zu friert, weil der Sommer stört. Und manchmal träume ich von ihrem blonden Haar und erinnere mich, wie schön sie war. Und an die Stimme, mit der sie damals sprach, sie war perfekt. Sie war wunderbar. Und ich frag mich manchmal, ob sie mich noch kennt. Erst hab ich geflucht, damals und später geflennt. Im Dunkeln, spät nachts, darauf genug, auch mitten am Dach. Wenn du hinkommst, wo der Nachtwind weht, schau mal nach, wie es dir geht. Bestell dir Grüß von ihrem edlen Kavalier. Wo im Norden, verdammt lang her.
Girl from a North Country in der Version Zugabe von Wolfgang Niedecken. Und Clouseau hat sich nicht getraut, Kölsch zu singen. Haben wir darauf gewettet, aber André hat gesagt, nee, wird er nicht machen, wird Hochdeutsch singen. Was ich lustig fand, dein erster Einsatz, das hatte echt so einen Dylan-Sound. Ich frag mich, ich kann es nicht nachmachen. Man weiß ja nie. Ja, genau. Genau. Das war richtig, da habe ich gedacht, okay, das ist das Original, kommt durch. Es gibt ja, das habe ich jetzt erst gesehen, weil ich kannte das gar nicht, und es gibt ja ein Original, wo Dylan in der Sendung bei Cash ist, bei Johnny Cash in der Sendung ist, und die das zusammen singen. Das habe ich mir gestern angeguckt. Und dachte, passt ja irgendwie, weil ich dachte, ich muss auch so tief singen wie Wolfgang. Und da dachte ich, oh geil, der Dylan singt hoch. Und Wolfgang hat im Altar eine Plakette vor 10 Jahren, als wir uns kennengelernt haben, oder vor 9 Jahren hat er eine Plakette einfach platziert. Und die ist zwischen Dylan und Cash. Von dir? Ja, von mir, eine Clouseau-Plakette. Ja, von ihm. Quasi hat er schon richtig platziert. Clouseau-Button funktioniert. Ja, guck dir mal, wie viel das ist. Total geil. Es gibt so unfassbar viele Lieder, die du geschrieben hast, aber ich erinnere mich jetzt mal an eins. Ich kann ja, wie gesagt, kein richtiges Kölsch. Wenn es bete sich lohne, Dad. Ja. Auf Hochdeutsch, wenn das Beten sich lohnen würde. Du hast mal gesagt von dir, das ist ein sehr schönes Wort, du bist restkatholisch. Was meinst du damit? Und ich bin ja katholisch erzogen worden und die Werte habe ich natürlich aus dem Glauben meines Vaters gezogen. Mein Vater war total katholisch und Nächstenliebe war für ihn was ganz, ganz Wichtiges. Ist ja auch was sehr Schönes. Ja, wunderbar. Und natürlich habe ich irgendwann mitgekriegt, was in der katholischen Kirche so abläuft, auch im wahrsten Sinne des Wortes. Nächstenliebe ist ein schwieriger Begriff geworden für die katholische Kirche. Ne? Ja, und gerade im Internat war es natürlich furchtbar. Ich habe natürlich auch mitgekriegt, wie sehr mein Vater darunter gelitten hat, unter dieser doch eher unbarmherzigen Religion. Dein Vater hat ja irgendwann mitbekommen, er hat gemerkt, dass du im katholischen Internat misshandelt worden bist, um es vorsichtig auszudrücken. Also an den Striemen, die du auf dem Rücken hattest beispielsweise. Wie hat er reagiert? Als er das gesehen hat, wollte er sofort wissen, was das ist. Und ich musste ihm das dann erklären, was wir da bestraft wurden, wenn wir die Vokabeln nicht gekonnt haben. Aber das war eigentlich nur Mittel zum Zweck, weil derselbe Pater, der uns dann misshandelt hat, also der uns ausgepeitscht hat auf dem Rücken oder auf dem Hintern, hat uns vorher noch selber noch geschickt, im Park bestimmte Zweige abzuschneiden, die er für seine Route brauchte. Und anschließend hat er sich an uns vergangen. Ja? Da durften wir auf den Schoß, da wurden wir befummelt und deswegen, ich habe das natürlich zu Hause nicht gesagt, weil ich ja auch Angst hatte, dass ich meine Eltern enttäuschen würde, weil ich ja wieder was nicht gekonnt hatte. Also ein perfektes System, ein Psychosystem. Ich hatte gestern Abend in der Sendung Ihre Meinung dieses Thema unter anderem zum Thema, ist die Kirche noch zu retten? Und da sagte ein Betroffener auch, ich habe mich nicht getraut, es zu erzählen, man hätte mir das nicht geglaubt. Weil die Eltern, die ihre Kinder in katholische Internate gegeben haben oder Schulsysteme, die haben gedacht, sie tun denen was Gutes, die kommen in einen Schutzraum. Ja, für meinen Vater muss das unglaublich schwer gewesen sein. Aber mein Vater war an dieser Stelle tatsächlich sehr, sehr mutig. Er ist dahin und hat mich vertreten. Allerdings hat er anschließend gesagt, und da reden wir nie mehr drüber, weil das bleibt alles nur an dir hängen. Das war falsch. Also der hätte dafür sorgen müssen. War das der Beginn der Sprachlosigkeit zwischen euch? Das war, glaube ich, auch schon so ein Ding, wo ich konnte mich nie gut damit abfinden, wenn sich jemand angepasst hat. Also Anpassung war für mich immer so, Moment mal, wieso passt er sich an? Und das waren auch die Hauptstreitpunkte, die ich mit meinem Vater dann in der Regel dann sonntags morgens beim Frühstück, ich habe den mehr oder weniger dann seziert. Ich habe den natürlich vor den Augen meiner Mutter komplett zum Verzweifeln gebracht. Ne? Meine arme Mutter, die hat dann immer gesagt, könnt ihr uns jetzt Schönes erzählen? Ja, der Sonntag. Ja. War aber nicht, war unbarmherzig. Ich war natürlich auch sehr selbstgerecht, ne? als Kleiner. Wenn du jetzt mitbekommst, was gerade in den letzten Tagen, eigentlich in den letzten Jahren, aber jetzt gerade aktuell in den letzten Tagen los ist, wenn dann die Gutachten veröffentlicht werden über den Missbrauch unter anderem an Kindern durch Geistliche, wie gehst du damit um? Macht dich das wütend? Also ehrlich gesagt, ich kann nur noch mit dem Kopf schütteln. Die werden es anscheinend nie begreifen, dass die Zeit des Absolutismus vorbei ist. Die wählen sich immer noch in dieser
in dieser Zeit und schon allein diese eigene Gerichtsbarkeit, die die haben, dass man das nicht an ein weltliches Gericht zum Untersuchen gibt, sondern dass das immer so weggeklüngelt irgendwie wird. Und man gibt immer nur das zu, so salamimäßig, so immer nur ein Scheibchen, das, was sowieso schon bewiesen ist. Das ist schlimm, das ist ganz, ganz schlimm. Mir tut es auch leid. Austreten aus der Kirche, ich glaube, ja. Erst dann übers Geld, glaube ich, würde das funktionieren, dass da vielleicht irgendwer sagt, oder müssen wir vielleicht doch mal was ändern. Gerd, du hast katholische Theologie studiert. Ja. Warst du so gläubig, bist du es immer noch? Was bedeutet Kirche für dich? Nee, ich bin nicht irgendwie sehr christlich sozialisiert. Bin ich nicht. Und ich meine, man kann ja nach wie vor, und zwar gegen die Kirche, sagen, dass das Neue Testament ein gutes Buch ist. Und die Sache an sich ja eigentlich eine gute Sache ist. Aber ich glaube, über Missbrauch, da müssen wir nicht weiter reden. Aber was du gerade gesagt hast, Wolfgang, ne, das ist ja echt eine Schande, wenn sich, ich glaube, einen Tag später war das, euer Ministerpräsident hinstellt und sagt, ja, also wie man da jetzt mit umgeht, ne, und was man da jetzt rechtlich und so weiter macht, das muss die katholische Kirche ja schon selber wissen. Sag mal, ich habe immer gedacht, wir leben in einem laizistischen Staat, habe ich bislang. Aber das, eigentlich geht das nicht. Ne? Er ist ja auch sehr katholisch, unser Ministerpräsident. Ja, das macht er nicht. Sagen, dass, und die Kirche anzukratzen, ist immer noch schwierig. Du sagst eben, ich war immer gegen Anpassung. Und auf dem neuen Album Alles fließt ist ja auch zum Beispiel ein Song, wo du über einen Menschen schreibst, der sich eigentlich auch aufgegeben hat, der nichts Besonderes mehr will. Ja. Also was regt dich heute noch auf? Ja? Du hast ja immer einen Antrieb, gegen etwas vieles. Auch anzusehen. Du schreibst vieles, na bitte. Ja, vieles, oder? Ja, also ich mache mir natürlich große Sorgen, was die Ökologie betrifft. Wir haben nicht mehr 5 vor 12, wir haben langsam 4 nach 12. Also deswegen habe ich mich auch sehr darüber gefreut, über diese jungen Menschen, die da sich bei Fridays for Future engagieren. Also das habe ich nicht mehr gedacht, dass das noch kommt. Ich habe gedacht, das sind ja gut, die sind alle hedonistisch unterwegs und das größte Vergnügen ist irgendwie auf irgendwas zu daddeln oder was und nichts da. Auf einmal engagieren diese Kinder, die haben noch eine Vision. Die haben eine Vision davon, dass sie das Ruder noch rumreißen können. Ja, Moment, hast du auch noch eine? Ich habe auch. Ich würde, also meine Vision ist, dass ich da Hilfestellung leisten kann. Dass ich auch vor allen Dingen nicht aufgebe. Dass ich weiterhin meine Sachen so schreibe, ohne zu resignieren, dass ich ganz, also Stücke auf diesem Album wie Ruhe vorm Sturm, die mussten raus aus mir. Das war so, ist für mich auch sehr oft so eine Art Selbsttherapie. Ich musste mir das von der Seele schreiben. Vegetarier, wie lange? Bitte? Ewig. Du bist doch Vegetarier. Vegetarier bin ich seit ewigen Zeiten, also 20 Jahre. Das finde ich auch krass, weil ich quasi so von meiner Seite her wenig Leute kenne, die das schon so richtig lange sind. Mhm. Quasi so und schon gar keine Rocker. Schon vor und dem Schlagzeug? Schon gar keine Musiker. Ja, ja. Ja, 25 Jahre oder so. Aber das ist, glaube ich, auch Tinas Verdienst. Ich glaube, Ich glaube aber, du hast ihn ziemlich an der Kandare, was sein gesundes Leben angeht. Kann das sein? Das macht er selber. Ja? Das macht er selber. Es kann da sehr konsequent sein. Er ist da konsequenter als ich. Nein, das macht er wirklich, da sind wir beide konsequent. Als ich 50 wurde, habe ich festgestellt, Alter, wenn du den Job noch ein bisschen länger machen willst, dann musst du Sport treiben. Ich war nie eine Sportskanone. Ich habe immer gerne Fußball geguckt. Geguckt? Ja. Ich habe auch gerne Fußball gespielt, war aber nicht gut. Sportkanone war nicht. Ich habe im Sport immer irgendwie, wenn es hochkommt, eine 2 gekriegt. Aber in der Regel eine 3. Oder was ich war. Kein Athlet. Aber irgendwann stand ich dann mit 50 vorm Spiegel und habe gedacht, Alter, wenn du das Ding noch länger machen willst, dann musst du jetzt mal was tun, um in Shape zu bleiben. Ja. 20 Jahre her hat es ja. Und das habe ich dann von da an. Jeden Morgen bin ich aufs Fahrrad geklettert und bin von da aus, wo wir wohnen, bis zum Golower Hafen gefahren und wieder zurück. Das sind so, glaube ich, 25, 26 Kilometer. Dann habe ich gut geschwitzt, dann habe ich geduscht und dann habe ich mit meinem Tagwerk angefangen. Und nach dem Schlaganfall habe ich das dann nicht mehr draußen gemacht, sondern ich habe mir dann einen Heimtrainer zugelegt. Und ich sitze jeden Morgen eine Stunde auf dem Ding, trete ordentlich in die Pedale und habe das Gefühl, dass ich körperlich auch, sag mal, ausgelastet bin und nicht mir ständig diese Gedanken machen muss, bewege ich mich genug oder was. Das Blut muss ja auch zirkulieren. Also das ist ja auch was Mentales.
Bitte? Also das mit dem Bewegen, das heißt ja, dein Album heißt ja nicht umsonst Pantare, also alles fließt. Die Bewegung ist ja bei dir mehr als nur was Körperliches. Und was ich, was doch wirklich eine Chance ist, und du hast das eben auch angesprochen, ist, wir haben ja jetzt im Unterschied zu uns, als wir in dem Alter waren, die Möglichkeit, mit unseren Kindern und mit Jungen zu reden. Damals war da diese Stille und dieses Nicht-Reden-Können über Nationalsozialismus und diese ganzen Sachen. Und wir können das heute. Das heißt, man könnte eigentlich, wenn das jetzt allmählich mal langsam abklingt, was ein bisschen dauern wird, glaube ich, aber man könnte echt was reißen. Also wir könnten wirklich was verändern jetzt. Und du hast ja die Energie und den Nerv, das auch voranzubringen. Warum sagst du könnten und nicht können? Weil ich mir nicht sicher bin, weil wir haben uns eben auch schon drüber unterhalten, ne? Weil der Backlash natürlich relativ heftig sein kann. Wenn das jetzt alles erstmal ein bisschen abgeklungen ist, dann kann das sein, dass es nur noch heißt Wirtschaft, Wirtschaft, Wirtschaft. Und deine Frage, ne, was du gesagt hast anfangs, also wo sind eigentlich unsere Träume, wo wollten wir hin, diese ganzen Sachen, ich meine, das ist ja auch in dir drin, das ist ja was noch raus will. Und das teilen wir ja mit jungen Leuten interessanterweise. Das ist ja auch der Grund, warum man dich nicht für alt hält, wenn ihr zusammenspielt. Das spielt keine Rolle. Fängt dann schon mit einer Umarmung an. So. Also ich finde, viele Väter umarmen ihre Söhne wie eine Parkuhr. Und irgendwie so, weißt du, so, dann merkst du einfach so, okay, das war ein geiler Moment, jetzt gibt es erstmal einen Hack. So. Ja. Und damit geht es los, ja. Ich irgendwie. Und dann kommen die anderen Sachen. So. Und das ist anders. Also, das weißt du, in unserer Generation, also früher gab es das nicht mit den Eltern. Nein, also ich hatte mit meiner Mutter wirklich ein sehr gutes Verhältnis, ein Klartextverhältnis, das muss ich wirklich schon sagen. Meine Mutter hat mich auch bei allem unterstützt, bei allen Traumtänzereien, weil meine Mutter wäre gerne auch was Künstlerisches geworden, muss ich schon sagen. Aber dass ich meinen Vater umarmt hätte, das war irgendwie... War auch nicht die Zeit. Das ist ja, das war... obwohl ich ihn wirklich sehr geliebt habe, muss ich wirklich sagen. Deswegen hat mir das auch dann... sehr leid getan, als ich festgestellt habe, Mensch, wir kommen nicht mehr zusammen. Irgendwann ist dann auch zu spät einfach. Wolfgang, man darf dir 3 Tage vor deinem Geburtstag, 4 Tage, um genau zu sein, der 30. ist es, darf man nicht gratulieren, aber wir dürfen dir schon mal ein Geschenk machen. Oh, Redaktion echt? Kölner Treff hat gleich, es ist weitgehend gesund. Ein bisschen Alkohol dabei. Oh. Ja? Das, also vielleicht für euer nächstes Zusammentreffen unter Freunden wäre das ja sehr schön. Es ist zu schwer, ich kann es ja nicht überreichen. Aber ich habe mir überlegt, wir haben heute darüber gesprochen, dass es eigentlich kaum eine Frau gibt, die so viele Liebeslieder bekommen hat. Und das Schöne ist, deine Texte sind nicht nur schön, wenn sie gesungen werden. Deine Texte sind auch schön, wenn sie gesprochen werden. Und du hast gesagt, ich möchte gerne das zum Schluss vorlesen vom Album Alles fließt. Das letzte Lied aus dem Album. Das habe ich auf Kreta geschrieben übrigens. Ne? Weil ich mir gedacht habe, für irgendwas müssen ja diese ganzen Sonnenuntergänge gut sein. Ne? Ab und zu, wenn alles perfekt ist, wenn die Stähne halbwegs günstig stonn, sitzt man entspannt irgendwo am Ufer und lurt der Sonne so beim Ungeion. Nichts ist wichtig, nichts ist dringend, nur die Brandung, du und ich. Nur die Möwe da am Himmel. Weißt du was? Ich liebe dich. Clint Eastwood. Ja, aber. Clint Eastwood. Ja, das war eine kleine von dir gewünschte Geburtstagsrunde. Viele, viele Glückwünsche werden dich in ein paar Tagen erreichen. Ich wünsche euch, ja, es ist Corona, es wird kein großes Fest geben, aber es wird ein Fest geben für einen großen. Wolfgang Niedecken. Vielen Dank. Alles Liebe für dich. Danke, dass ihr da wart als Freundinnen und Freunde. Und schön, dass Sie zugeschaut haben. Ihnen ein schönes Wochenende und stoßen Sie an auf Wolfgang Niedecken in diesem Schön, Sinn. Dass ihr alle gekommen seid. Hätten Sie auch Nein sagen können. Vielen Dank dafür. Danke, danke.